Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um eine Übung für die untere Lendenwirbelsäule bei Bandscheibenproblemen im unteren Lendenwirbelsäulenbereich. Und diese Übung wird im Stehen ausgeführt. Sie ist eine Alternative zu der Übung 3, Extension im Liegen. Man kann sich nicht immer überall hinlegen, aber diese Übung im Stehen, die kann man wirklich auch beim Spazierengehen oder im Büro oder wo auch immer machen. Und deswegen ist sie gut im Sinne einer Übung für den Alltag. Trotzdem wird man besser entspannen können in der Übung im Liegen, die Übung 3. Aber wie gesagt, diese Übung ist alltagstauglich und deswegen kannst du sie gerne auch probieren. Du würdest sie auch ausführen, 6 bis 8 Mal am Tag, 10 Wiederholungen. Und diese Übung bietet sich auch vor allem an, wenn man keine großen Beschwerden hat, einfach als Präventionsübung immer mal am Tag und vor allem auch dann, wenn man sich in gebückter Haltung länger aufhalten muss, dass man dann vorher und nach der gebückten Haltung einfach diese Übung ein paar Mal wiederholt. Damit kann man akuten Rückenbeschwerden gut vorbeugen. Ich mache euch die Übung jetzt vor. Ihr nehmt die Hände in den Bereich des unteren Rückens auf Höhe des Beckens und bringt dann den Oberkörper nach hinten, so weit wie möglich. Ihr wiederholt das 10 Mal, verharrt kurz in der Position und versucht jedes Mal ein bisschen weiter zu kommen. Diese Übung ist nicht schwer, gut umzusetzen, überall könnt ihr das machen und ich hoffe, es gelingt euch und es hilft euch. Ich wünsche euch viel Erfolg und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.